Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück. So. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Okay. Mhm. Impro-Waffen, ja. Ich weiß halt nicht, ob das geil ist mit Impro-Waffen. Guapo, beruhig dich bitte. So, wir können noch mal ein bisschen in der Werkbank rumbasteln. Mehrwaffe 1. Ich denke, die können wir so lassen. Die war echt gut oder ist echt gut. Hier will ich gerne noch mal auch die einzigartige Waffe. Sieht auch geil aus. Können wir den hier noch für Monster machen. Fügt nicht gepanzerten Zielen schweren Schaden zu. Achso, okay, da kann man gar nicht. Das passt gut. Okay, Oder können wir hier wenigstens vernünftigen Schalldämpfer mal drauf machen? Nur Impro, ne? Der Rückstoß wird in alle vier Richtungen reduziert. Der Waffenlärm wird etwas reduziert. Aha. Etwas. Sowas brauchen wir. Stark reduziert wird. Was braucht man denn, um das freizuschalten? Aber ich glaube, wir nehmen trotzdem mal so einen vernünftigen. Etwas. Und etwas. Hier ist die Handhabung noch ein bisschen besser. Hier die Geschwindigkeit. Wir nehmen mal den. So, Pistole bleibt ja so. Ich denke, die können wir auch nicht ändern. Oder? Nee, schade. Na gut. Schade. Die kaufen möchte ich bei ihm jetzt tatsächlich echt noch nichts, muss ich sagen. So, guapo. Warte mal, hier ist noch eine Kiste. Müssen wir durch. Hier? Da? Hier? Nee? Wo ist die? Oder ist sie über uns? Oder hier? Nee. Hier aber auch nicht. Da muss sie über uns sein. Wollen wir nochmal gucken. Lass mal durch. Nee, hier hinten. So, vielleicht kann der Köter die nur ausbuddeln. Was ist das? So. Will ich das wissen? Weiß ich nicht. wo müssen wir denn jetzt hin? Was haben wir denn jetzt für eine Mission? Heiße Ware. Okay, da wollen wir hin. Das heißt, wir machen eine Schnellreise. Madrugada ist dein Vater. Good to see you, Danny. Bitte, ja, auch gut. Oh. Okay. Ah, I got big dreams, Hero. Ah. So, alles we're good klar. Friends now, see? No hard feelings. Ja. What's blowing you up is the past. We got to look to the future. And I see a military truck in your future. A special ammo. Special weapons and a special sauce. And Philly wants it real bad. Yeah. I like to plan ahead. And I got big plans to bump up the Montero firepower, see? First step is okay. That okay. They're loading up. Oh. Suerte. Ich dachte, er wäre fertig. We'll back and we'll talk. Okay. Ein Truck, sagen wir. Militär-Truck.
Hey, ja. Look, it's Danny. Ja, ich bin's, Bruder. Können wir noch was ausbauen? Ausgepeiltes verstecktes Netzwerk. Vorratskiste. Okay. Guerilla-Stützpunkt. Was war das noch? Wir können mal eben reingucken. Statte die Guerilla. Kundschaften. Aufklärung zu Laptops. Okay. Fischerhütte. Nee. Zeitweilige Stärkung einbringen. Bandidos-Kaserne verpflichtet mehr Rekruten. Okay, auch interessant. Ja, ich glaube, wir machen hier nochmal, dass wir die hier mal ein bisschen besser machen. Eine Vorratskiste ist die Frage, wo die ist, ne? So, mit Postkarten, Leute. Können wir Briefe verschicken? So. What is wrong with you? Okay, wird man nicht frech jetzt hier, ne? Wo ist jetzt diese Kiste, diese versprochene? Wir sprechen mal mit ihm. So, ja. Okay. Der hat mich verarscht, ey. Wo müssen wir denn hin? Dann würde ich sagen, nehmen wir Helikopter, ne? Oder ein Pferd? Ne, komm, den Heli. Moin, Schwein. Oder ein Auto? Ein Auto? Was meint ihr denn? Noch ein Auto nehmen und darunter cruisen, ne? Und dann hätten wir ein bisschen mehr von der Map aufgedeckt als mit dem Heli. Na komm, nimm mal eine Karre. Wo ist die Telefonzelle hier? Hä, wo ist denn die andere Karre jetzt? Nein. Den schönen Geschützen und so drauf. Okay. Oh, schon vorsichtig, ne? Dass wir auch niemanden überfahren. Nichts und niemanden. Fahren wir hier rechts. Ne? Nichts und niemanden überfahren wir. Oh. Bremsweg wie ein LKW, ne? Weiß nicht, ob wir richtig fahren. Nein. Na gut, wir können auf die Straße und dann da rechts. Alles klar. Hier, wo dieser LKW gerade durchdreht. Hier rum. Moin. Komm doch. So, sind wir schon vorbei? Ja. Ah, okay. Na ja, gut, wir müssen da durch jetzt. Vorsicht. Ich kann mich ablenken lassen von dem Tier. Von dem netten kleinen Tier. Hund. So. Moin. Gute Mucke. Was war das? Bin wieder über irgendwas rübergefahren oder was? Geben wir die Karte. Komm. Öffne mir die Karte. Ah, okay. Was haben wir hier?
Wetterstation. Wir bleiben mal erstmal bei der Mission. Muss ein bisschen vorankommen, ne? Ich bin richtig driften hier. Nice. Ein bisschen eng hier. Hey, weg da mit deinem Pferd, ne? Ich sag's dir, ich hab dich gewarnt. Ist er tot? Ja. Ich hab ihn gewarnt. Ey, die machen das auch so. Einsteigen. Was erzählen wir keinem? Okay, wir folgen doch lieber der Straße. Ihr habt euch das Spiel auch schon selber gekauft? Wenn ja, erzählt doch mal, was haben wir hier? Warte mal. Ist das zu finden? Da müssen wir hin. Oh, von dir wieder rum. Just don't bounce the sweet baby. What? Bunker. Truck, don't damage it. Drive like there's a big bouncy baby Philly in the back. Bouncing baby Philly. Got it. You're gonna make baby Philly cry. Just bring that truck back in one piece, okay? Ja. Machen wir doch. Kennt uns doch. Nette Kiste hier. Handschuhe. Schmarotzerhandschuhe. Passt ja gar nicht zu uns. Sind denn Schmarotzerhandschuhe? Was können die denn? Du kannst Munition und Pesos von Toten aus viel größerer Entfernung einsammeln. Nehmen wir. Geld und Muni. Mehr brauchen wir nicht. Lass mich rüber. Schnell in die Karre wieder. Rein da. So, die Musik ist ein bisschen düsterer. Jetzt ist ja die Frage. Wir wollen was machen. Aussteigen und ein bisschen reinsneaken. Ich meine, wir könnten uns mal hier aufs Auto stellen und die Lage abspähen. Okay, einer. So ein scheiß Geschütz. Sneaky. Sneaky. Guck, Anlage. Ich würde sagen, oh, wir gehen mal hoch. Versuchen wir uns dann vorbei zu sneaken und vielleicht dann, es ist ja auch alles markiert für uns, ne? Guck mal hier, schöne blaue, Bändchen. Nein, Guapo, so war das jetzt nicht geplant. Was? Da hinten lungert noch einer rum. Those animals are probably angry. Könnte man auch. Wieder runterfallen, ne? Da ist so eine Flugabwehranlage. Das wäre so die nächste, die wir da mal hochnehmen müssen. Right where Philly said it would be. Okay. Eben hier hoch. So. Och nee, noch mehr. Ja, wir könnten. Ich glaube, eine Alarmanlage gibt es hier nicht, ne? So wie es aussieht.
können wir so reinsneaken mit dem Schalldämpfer, ne? Wir gehen hier runter. Better watch my step. Und in unsere Richtung? Nein! Hör doch auf! Hör doch auf! Dreh dich um! Gut. Wir sind relativ gut verteilt. Der Sniper könnte uns noch. Kommen wir noch vorbei? Schaffen wir? Wir gehen hier hinten rum. Ah. Mist. Okay, jetzt laufen alle dahin. Theoretisch könnten wir jetzt den LKW nehmen. Ach, ich würde doch gerne ein bisschen looten, ne? Okay, der beobachtet jetzt gerade die andere Seite. Was war das denn jetzt? In die andere Seite und die suchen hier ein bisschen. Wie doof, dass jetzt alle auf einem Haufen stehen. Das bringt nichts. Niki. Hat ihn hier. Wa? So, was jetzt? Wir müssen den Sniper da oben ausschalten. Oder ihn da jetzt. Ist auch noch einer. So, den haben wir schon. Ein bisschen schneller. Okay. Okay, dann holen wir uns ihn hier. Jawohl. Rinder. Ach, oh, Moment. Good night. So, den liefern wir mal hier hinten ab. Muss ja niemand sehen. Lass dich doch nicht so hängen, Alter. Deshalb. In dem Spiel gibt's keine Bugs. Ist alles so gewollt. Okay. Dieser scheiß Hund, das ist tatsächlich so ein bisschen nervig. Guck mal, ob wir den nicht durch Guapo.
Guapo. Wo ist Guapo? Okay, der Schaden ist halt echt nicht der Hit, ne? So, schnell eben weg. Hat er uns gesehen? Tickt doch irgendwas. Okay, wir wurden gesehen. Aber es sind nicht mehr viele. Kommt er? Guapo? Auf da. Dann gibt er dem eine Kelle mit. Ah, sauber. Was ist da? Ah, das ist der. Sniper. Wow, what the fuck. Yo. Das ist mit seinem Raketenwerfer da oben rauf. Okay. Wir sammeln erstmal noch ein bisschen ein. Haben wir doch ganz gut gelöst. Haben wir ordentlich reingesneakt hier. Und die meisten haben wir so ausgelöscht, ne? Überhaupt? Glaub nicht. Da oben hin. Wartet. So. Headshot. Einer lebt noch, der Sniper da hinten. Fuck that shit. Ist das hier Need for Speed oder was? Okay, wartet. Und. Hola, is this Yami? Found your number on a poster about racing. Oh, if you like racing, you called the right number. We do it guerrilla style. Each track is marked with checkpoint players you gotta drive. Jetzt können die machen, was sie wollen. Try to beat the best time. You in? Fuck it. I'll try it. That's the racing spirit right there. Okay. So, Guapo wieder hochgeholt. Ja, Leute. Ich würde sagen, hier beenden wir die Folge. Wir holen uns jetzt gleich den netten kleinen LKW. Wir haben hier echt gute Arbeit geleistet. Wir sollten das öfter machen. So ein bisschen, naja, mit Snipen und hast du nicht gesehen. Dauert zwar ein bisschen länger, aber macht auch echt Bock. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns in 2 Tagen. Also, 2 Tagen. Haut rein.